Hallo, genau, mein Name ist Timo Oevermann. Wie bereits vorgestellt von Walter Nagel. Walter Nagel direkt hier geradeaus, orange und blau. Man erkennt uns eigentlich immer ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir bei jedem hier bekannt sind. Deswegen sage ich auch gerne vorab einfach nochmal zwei, drei Worte zu uns. Vorab einmal kurz die Agenda, dass wir sie einfach einmal schauen. Diesmal, was haben wir vorbereitet sozusagen, worüber werde ich Ihnen jetzt ein bisschen was zur Webseitenarchivierung erzählen. Es geht einmal darum, dass wir vier Kernpunkte hier haben, worauf man achten sollte, ich sage mal generell bei der Webseitenarchivierung, was für Standards das gibt und welche Möglichkeiten sie haben im Endeffekt. Am Ende würde ich noch mal kurz auf die National Archives zurückgreifen, weil das einer der größeren Kunden ist, die meisten, bei den meisten Leuten sind die National Archives auch ein Begriff. Also ist es eine Sache, was recht repräsentativ ist, wo sie sich vielleicht erstmal auch ein bisschen identifizieren können und auch einfach mal selbst klicken können, weil diese Webseiten der National Archives, auch die archivierten Webseiten, wieder online gestellt wurden. Das heißt, da kann man halt auch selbst proaktiv einfach ein bisschen drauf zurückgreifen. Wir von Walter Nagel sind ja seit über 35 Jahren in der Kulturgutdigitalisierung unterwegs, überwiegend in den Museen, Bibliotheken und Archiven. Hierzu gehört es mal großteils in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sind unsere Kunden vertreten, da sind wir am meisten unterwegs. Inzwischen auch ein bisschen in den Niederlanden, in Großbritannien, in Amerika, aber unser Kerngeschäft ist tatsächlich in diesem deutschsprachigen Raum hier. Wir haben inzwischen über 700 Anwendungen installiert, sei es jetzt zum Beispiel so ein Copybook, den wir da draußen stehen haben, ViewScan für den Benutzerbereich, das im Mikrofilm, zum Mikrofilmlesen für die Benutzer. Wir sind auch der Anbieter der Visual Library, also eine Online-Plattform zum Zeigen der Digitalisate, die sie angefertigt haben oder anfertigen haben lassen, dass das wieder online gestellt werden kann. Und jetzt eben dementsprechend auch für MirrorWeb, also für die Webseitenarchivierung, haben wir jetzt auch in unser Portfolio mit aufgenommen, dass man halt eine Archivierung nicht nur Teile halt für die klassischen Archivmaterialien hat, sondern auch darüber hinaus die Vorgänge, dass man online auch archiviert, weil das auch inzwischen halt immer ein größeres Thema wird. Die Kommunikationswege werden immer größer über die sozialen Medien und auch über die Internetplattformen. Von daher gehört das unserer Meinung einfach mit zum runden Archivieren mit dazu und haben das entsprechend aufgenommen. Wir arbeiten auch sehr gerne mit unseren Referenzen allgemein. Diese Referenzen haben wir auf unsere Website online gestellt. Dazu gehören zum Beispiel hier auch die Landesarchive, die Universitätsbibliothek hier in Berlin. Da kann man sich einfach selbst, einfach schauen. Das machen wir einfach gerne mit dem Hintergrund, dass Sie schauen können, wenn Sie sich an Produkten von uns interessieren, dass man online schauen kann, wer hat diese Produkte schon. Öffentlich können Sie sich immer gerne austauschen, weil Sie untereinander, ich sage es immer so, in der freien Wirtschaft hat man eher eine Ellenbogengesellschaft. Sie helfen sich untereinander, weil wenn der eine eine tolle Lösung hat, dann kann der andere darauf vielleicht zurückgreifen und so hilft man sich. Und wenn wir jetzt irgendwo was Gutes gemacht haben, dann kann man das nachfragen. Dementsprechend ist es aber auch so, wenn Sie negatives Feedback von da bekommen würden, arbeiten wir entsprechend auch damit, weswegen unser Anspruch natürlich ist, dass Sie zufrieden sind. MirrorWeb ist eine Firma aus Manchester. Seit 2012 wurden die da ungefähr gegründet. Die arbeiten ausschließlich mit einer eigenentwickelten Software. Die haben angefangen, eine Heritrix-Lösung zu übernehmen. Denen ist dann aber aufgefallen, dass bei den JavaScripten, die etwas älter eigentlich sind, der Webseitenform, dass sie recht schwierig zu archivieren war oder zu crawlen waren, wie es hier heißt, dass die eingesammelt werden. Und dementsprechend haben die im Anschluss eine eigene Software vollständig entwickelt, dass diese Webseiten gecrawlt werden, dass die eingesammelt werden, aber entsprechend der Originalvorlage. Deswegen heißt es auch MirrorWeb, halt weil es gespiegelt wird und die Anwendung, so wie sie online gestellt wurde, auch im Archiv weiterhin genutzt werden kann, dass sie das gleiche Look and Feel haben bei der archivierten Website, so wie wenn sie online gestellt ist. Zu den meisten oder die meisten Kunden von MirrorWeb sind in der Regel Versicherungen, Banken,
aber auch Archive und Bibliotheken. Gerade die Versicherungen und Banken haben eben einen sehr, sehr hohen Anspruch an, ja, an die Webseitenarchivierung, weil die das dafür nutzen, dass wenn mal ein Rechtsstreit irgendwie in den folgenden Jahren kommen könnte, dass zum Beispiel AGB online gestellt wurden auf der Website, das hat sich ein Kunde runtergeladen und nach 7 Jahren kommt das zum Rechtsstreit, dann kann eben zum Beispiel die Versicherung sagen, dass sie diese Website rechtssicher, ISO-konform archiviert haben und entsprechend diese auch im Rechtsstreit nutzen, ohne dass da, ja, ich sag mal, ein Missvertrauen gegenüberstehen könnte. Das ist jetzt nicht die optimale oder ich sag mal die präferierte Anwendung für die Archive und Museen und Bibliotheken. Allerdings ist das einfach ein Feature, halt, was auf Rechtssicherheit, ich sag mal, auf Sicherheit generell pocht, und das ist einfach, wovon Sie ohne Mehrkosten, ohne größeren Aufwand einfach mit Nutzen, also wo Sie Nutzen von haben, weil sie einfach mit bei MirrorWeb einfach inklusive ist. Die, ja, ich sag mal, einige Kunden von MirrorWeb sind jetzt zum Beispiel der BBC zum Beispiel, der WWF. Wir haben die University of Westminster, aber auch die National Archives. Das heißt, das sind einfach so, ja, ich sag mal, 2, 3 Referenzen, die Sie eventuell auch kennen, wovon ich mal ausgehe in erster Linie. Gerade die National Archives sind ja im Archivwesen auf jeden Fall ein Begriff als einer der größten Archive. Und dementsprechend haben wir es auch einfach an dem Beispiel, ja, einmal festgemacht oder wollen es daran einmal zeigen. Genau, die Ziele von der Webseitenarchivierung ist auch einfach, dass man Datenverlust vermeidet. In erster Linie geht es ja darum, dass es eine gewisse Bitlist gibt. Diese Bitlist ist einfach eine Liste, wo die, ja, Datenformate, wenn Sie jetzt an JPEG denken, an TIFF, an PDF, wo die einfach mit dem Verfall sozusagen gekennzeichnet wurden, dass zum Beispiel ein JPEG, was auf Facebook hochgeladen wird, eine deutlich höhere Verfallsquote hat als ein TIFF zum Beispiel. Deswegen wird auch überwiegend empfohlen, in TIFF zu archivieren. Mit diesem Verfall meine ich einfach, dass Dateien, wenn Sie die zum Beispiel auf einer externen Festplatte, auf einem USB-Stick speichern, dass die Gefahr besteht, dass Sie einfach nach 3, 4, 5, 6 Jahren eine Datei öffnen wollen. Das ist so, ich sag mal, die klassischen Urlaubsbilder. Nach 7 Jahren wollen Sie sich nochmal Ihre alten Urlaubsbilder anschauen und dann können Sie von Ihren 1000 Bildern 2 nicht öffnen, weil die einfach kaputt gegangen sind. Man weiß heute tatsächlich noch nicht genau, warum das geschieht. Es ist aber tatsächlich einfach dieser Verfall. Um diesem Verfall eben vorzubeugen, nutzen Sie eine Langzeitarchivierung bei der Digitalisierung, damit es halt für, ja, die nächsten Generationen bewahrt wird. Und dementsprechend machen wir das bei den Webseiten genauso, weil diese Dateien, die online gestellt wurden, eben auch mit der Zeit kaputt gehen könnten, weswegen man das mit einer professionellen Lösung einsammeln sollte. Die durchschnittliche Lebensdauer von der Website beträgt 90 Tage. 90 Tage ist jetzt darauf nicht nur gemünzt, dass man sagt, nach 90 Tagen ist jede Website abgeschaltet, sondern im Prinzip geht es auch darum, dass Content verändert wird, dass Seiten umstrukturiert werden, dass sie neue Sachen hochladen, alte Sachen streiten. Und da ist so der Durchschnitt ungefähr 90 Tage als Lebensdauer für eine Webseite. Das Problem bei der Webseitenarchivierung ist, dass nachträglich eben nichts mehr gerettet werden kann. Also dass, wenn Sie nicht jetzt versuchen zu archivieren, dass es im Nachgang verloren ist. Weil ganz einfach, wenn etwas neu geschrieben wurde, wenn etwas überschrieben wurde, dann kann man es nicht mehr abrufen. Das ist dementsprechend nicht möglich. Die Webinhalte haben wir jetzt zum Beispiel auch an Social Media. Wollen wir es daran einmal aufzeigen, gerade wenn man jetzt ganz unten einmal schaut, Trump, Trump hat zum Beispiel Follower von ca. 60 Millionen Leuten, das heißt, das ist ein Kommunikationsweg, das ist ein Kommunikationsmedium, was heute immer stärker genutzt wird, dazu gehört Facebook, dazu gehört Twitter, und gerade, ich sag mal, wenn man jetzt, ich sag mal, an so einen Mann denkt, ich sag mal, der hat eine unwahrscheinliche Reichweite damit, und diese Aussagen sollten dementsprechend auch archiviert werden, weil das Aussagen sind, worauf sich, ich sag mal, die Nutzer, die Follower auch verlassen. Hier ist das Beispiel mit Trump, dass nach Amtseinführung sehr, sehr viele
Internetseiten entsprechend bearbeitet wurden zum Thema Klimawandel, weil gerade der jetzige Präsident Donald Trump eine sehr kontroverse Ansicht zum Klimawandel hatte und die Seiten wurden dann nach Amtseinführung entsprechend etwas angepasst, wodurch eigentlich, ich sag mal, ja, das verfälscht wurde. Im Nachhinein könnte man jetzt, ich sag mal, die Sachen aufarbeiten, wenn diese durch eine Webseitenarchivierung gesichert wurden. Einfach das auch aus historischer Sicht oder aus Forschungssicht, dass man diese Sachen ja nochmal im Anschluss bearbeiten kann. Kurzfristige Inhalte sind jetzt als Beispiel für die Fußball-WM wurde hier genannt von 2006, generell Sportereignisse, Olympia, Theateraufführungen, das sind alles Sachen, wo es früher irgendwelche handfesten Flyer, Banner gab. Sie haben im Archiv gegebenenfalls das ein oder andere Plakat, vielleicht auch in einer mehrfachen Ausführung, einfach im Archiv gesichert. Heute ist das etwas schwieriger, weil das online gestellt wird und wenn Sie jetzt versuchen, eine Website von vor 10 Jahren oder von der EM 2008 einfach nochmal zu finden, wird da einiges verloren gegangen sein, weil die überschrieben wurden bereits, was ich eben einmal erwähnt hatte, oder weil die bereits abgeschaltet wurden. Das ist einmal das mit Donald Trump, was ich zum Beispiel unten nochmal sagte, 60 Millionen Twitter-Folger, Follower. Ein anderes Beispiel ist Rezo auf YouTube. Das sind einfach nur, ja, die Zerstörung der CDU hat über 16 Millionen Aufrufe. Einfach nur, weil das eine extreme Reichweite hat, wollte ich das einfach mit diesen 16 Millionen Aufrufen nochmal erwähnen. Das ist, gerade wenn man jetzt sich eigentlich die Zielgruppe anguckt, das sind eher, ich sag mal, die Leute, die über 15 sind, vielleicht bis 70, sind 16 Millionen von 80 Millionen Leuten eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr große Spanne. Wenn wir das Archivieren erst eigentlich beginnen, wenn alle Daten oder alle technischen Fragen geklärt sind, ich sag mal, das ist Stand heute noch nicht so, es gibt ein ISO-Level oder es gibt einen ISO-Standard, damit kann man arbeiten. Wenn man aber erst anfängt, ich sag mal, alles zu archivieren, wenn die kompletten technischen Daten geklärt sind, dann ist es zu spät und es gehen sehr viele Inhalte verloren. Wenn die Leute damals erst angefangen hätten, ihre Unterlagen zu archivieren, wenn sie wussten, wie es richtig gelagert wird, wenn sie jetzt an Dias zum Beispiel denken, dass wenn man die einfriert, dass sie deutlich besser gelagert sind, als wenn sie in der Sonne liegen, das ist recht selbstverständlich, war früher vielleicht nicht gang und gäbe und wurde nicht so darauf geachtet, dass man heute einfach schon beginnt mit der Webseitenarchivierung. Worauf sollten Sie achten? Es geht einmal darum, dass eine vollständige Archivierung sinnvoll ist, dass man nicht nur ich sag mal, einzelne Seiten, die Homepage der Stadt nimmt, sondern gegebenenfalls haben Sie auch Interesse am Intranet, das zu archivieren. Das Intranet kann nämlich ebenso gecrawlt werden wie externe Seiten. Diese externen Seiten werden in Unterseiten wieder gegliedert, also in unterschiedliche Schichten nach unten. Da kann man sich aussuchen, wie weit diese Schichten vernetzt nach unten archiviert werden. Und das internationale Speicherformat ist das WARC, das Web Archiving Format, was auch in einem ISO-Standard festgelegt wurde. Beim ISO-Standard ist es einfach, dass sich da einige Leute, ich sag mal, die sich in Europa mit der Webseitenarchivierung schon mehrfach beschäftigt haben, zusammengesetzt haben. Die haben generelle Standards definiert und auch, ja, ich sag mal, einige Statuten festgelegt. Und nach diesen Regelungen arbeitet MIRIB einfach mit dem Hintergrund, dass sie sich, ich sag mal, dieses Nutzen der Leute, die sich zusammengesetzt haben, dass sie sich auch einfach davon oder dass sie davon einfach profitieren können. Der Punkt der Sicherheit, was ich eben angesprochen hatte, was eben auch für die Versicherungen zum Beispiel sehr interessant ist, dass diese Website, die gecrawlt wird, die wird einmal sozusagen rechtssicher abgeschlossen. Also das ist durch einen SHA-1-Schlüssel sichergestellt. Das ist einfach eine Signatur, die zur Website mit beigelegt wird. Die garantiert einfach nur, dass die Website abgelegt wurde, ohne dass man im Nachhinein diese Website wieder bearbeiten könnte. Das ist einfach gerade auch für die Archivierung einfach auch ein wichtiger Punkt. Genauso wie Sie es bei Ihren Originalen jetzt handhaben wollen, dass Sie da keine Nachbearbeitung im Anschluss haben, sondern dass Sie ein Original archivieren. Okay. Sie haben eine komfortable Volltextsuche, weil Sie sich ja über Webseiten bewegen.
dass sie darüber suchen können. Also es werden keine Screenshots oder ähnliches von diesen Webseiten gemacht, sondern sie werden einfach tatsächlich im Original einmal eingesammelt. Der Vorteil halt einer professionellen Lösung ist einfach, dass sie diese Aufgabe, ich nenne es mal outsourcen, sie müssen sich selbst nicht mehr darum kümmern. Sie sagen einmal, was für Webseiten eingesammelt werden sollen, mit welchem Hintergrund und dann können sie damit arbeiten und die nutzen, ohne dass man sich jetzt als Archivar zusätzlich noch eine Aufgabe aufarbeitet. Weil gerade in der heutigen Zeit, wo das Personal immer dünner wird, die Aufgaben aber stetig mehr, ist es eine Sache, dass man eine Webseitenarchivierung auch machen kann, ohne dass man sich jetzt groß in dieses Thema einarbeiten müsste und ohne dass man sich jetzt jährlich darum kümmern muss, dass es eben weiterläuft, weil diese gesamte Nachbearbeitung auch über Mirab sichergestellt wird. Die überprüfen einmal, wurden alle PDFs, alle Excel-Tabellen, wurden alle Unterlinks eingesammelt, sind diese Unterlinks auch zugreifbar oder sind das tote Links? Das wird alles halt von Mirab gemacht und läuft dann nicht mehr über Sie, damit Sie einfach im Endeffekt die Aufgabe erledigt haben, aber nicht nochmal Zeit und Arbeit da reinstecken müssen. Die National Archives werde ich jetzt einfach noch kurz anschneiden, weil ich ja noch, ich glaube, ungefähr 1,5 Minuten habe. Bei den National Archives ist es einfach so, die machen das schon seit über 23 Jahren im Prinzip bei der Webseitenarchivierung. Allerdings haben die jetzt nach 23 Jahren, nach 130 Terabyte gesammelten Daten gesagt, dass sie das von den Ressourcen, von den Kosten, von der Zeit, von den Mitarbeitern selbst nicht stemmen können. Es ist ein riesiges Institut, also es ist ein riesiges Haus mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern. Ich glaube, die hatten alleine 2 oder 3 Mitarbeiter alleine für die Webseitenarchivierung abgestellt. Die mussten sich dann entsprechend dort fortbilden, das ist ein Content auch, was nicht an jeder Ecke vermittelt wird. Die mussten eben sehr viel Eigenforschung betreiben und die haben jetzt selbst gesagt, dass die das von den Ressourcen her nicht stemmen können und dass sie das entsprechend auslagern wollen. Und mit über 5000 archivierten Seiten und über 1,4 Milliarden Inhalten, also wozu die PDFs, Excel-Tabellen gehören, haben die das jetzt an Dienstleister abgegeben, weil das für die Ressourcen und Geld schonender ist, als wenn sie es weiterhin betreiben würden. Der einfache Grund dafür war, dass geringere Kosten durch die Speicherung anfallen würden, weil es keinen Sockelbetrag gibt oder ähnliches, sondern es gibt einen jährlichen Betrag. Da ist die Speicherung auf Dauer für die nächsten Jahre einfach schon mit inkludiert. Das heißt, es gibt keinen Sockelbetrag X und da kommt jedes Jahr etwas drauf, sondern dieser Betrag, den man halt nennen kann, der ist halt einfach ein jährlicher Betrag zu zahlen, ohne dass man im Nachhinein noch Folgekosten hat. Sie haben die Möglichkeit, diese Webseitenarchivierung auch zu jeder Zeit zu beenden. Also es gibt keine Mindestvertragslaufzeiten oder ähnliches, sondern das ist alles über Ihnen überlassen, dass man da halt recht flexibel ist. Ich würde jetzt vom Grundsatz her noch einmal zeigen, dass die National Archives, dass man darauf zugreifen kann. Das können Sie auch gerne selbst machen. Die Webseiten sind online gestellt, dass man damit da können Sie selbst einmal rübergehen und ansonsten hätte ich jetzt nur auch einmal gezeigt, wie das Backoffice aussieht, wo Sie selbst auf Ihre gecrawlten Webseiten zugreifen können. Da sieht man zum Beispiel, dass man einfach ein Beispiel der WWL, dass man das einfach einmal gecrawlt hat. Da sieht man, wie viele Unterdateien, also wie viele URIs, also 39.000 circa, was für eine Datengröße von 2,7 Gigabyte. Wann das archiviert wurde und dann im Nachhinein sieht man dann zum Beispiel auch links unten, woraus sich diese Dateitypen erstellen, wie viel HTMLs abgebildet wurden, wie viel PDFs, wie viel JPEGs sie da gespeichert haben, vielleicht wie viel Videos sie von YouTube mit eingebunden haben, dann hat man hier einfach nochmal eine technische Übersicht, woraus ihre Website aufgebaut wird, dass sie das zum Beispiel auch weitergeben könnten. Ja, erstmal.